Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 22 Karrieremodus mit dem VfB Wolfsburg. Heute gibt's eine interessante Partie. Wir spielen ja heute in Real Life 2030 gegen Mainz, aber heim, ne? Schreibt da gerne auch mal eure Tipps rein für das Spiel heute Abend. Ist ein enorm wichtiges, ich würde sagen, wenn Wolfsburg heute Abend gewinnen, können wir nicht mehr absteigen, definitiv nicht. Jetzt geht es bei uns auch gegen Mainz, allerdings in Mainz mit dieser Startformation. Geht's rein, wenn euch das Ganze gefällt, wie gesagt, lasst gerne kostenlos Abo da. Letzte Folge haben wir ja einmal haushoch gewonnen, das waren 8:1 gegen Köln und dann das 1:1 in der Champions League, allerdings in Unterzahl, die zweite Hälfte. Deswegen war es ein Achtungserfolg gegen den stärksten Gegner, Juve. Jetzt geht es gegen Mainz, die sind 10. Wir sind 5. Let's go. Und damit geht es jetzt rein. Und ja, auf Ferguson, oder wie hieß der? Keine Ahnung, müssen wir achten. Der hat irgendwie 3 Tore geschossen in den letzten Partien. Deswegen. Aber wir haben ja auch Bordeaux. Gut schalten mit Mainz. Aber gut geklärt. Petri, weitergeleitet mit der Hacke von Bordeaux und Petri mit dem 1:0. Überragende Vorarbeit von beiden, vom Bordeaux. Und den Double kennen wir ja schon. 1:0. Frühe Führung. Wichtiger Schritt. 1:0. Petri, das Zuspiel kam auf den Punkt genau. Petri, 2:0 mit seinem Doppelschlag. Das war nicht Bordeaux jetzt, oder? Bin ich gerade ein bisschen... Hä? Das Tor hat doch Petri gerade gemacht. Bordeaux mit der Flanke, genau. Ja. Ach, es war ein Eigentor. Es war ein Eigentor. Was macht denn der Verteidiger da? Eigentor von Kilian, richtig unlucky. 2:0 vielleicht jetzt ein Tick hoch, aber. Schöner Vorstoß, das könnte durch. Und jetzt wieder Petri. Und Petri mit dem 3:0. Yes. 3:0, jetzt ist hier. Also Mainz fällt gerade komplett in sich zusammen. Da klappt gerade gar nichts. Ich weiß nicht wieso. Aber das haben sie jetzt mal gut gespielt. Da ist komplett alles frei. Erster Schusschance, zweite Schusschance. Die geht aber daneben. Die sich jetzt so langsam doch gefangen haben, kann man schon sagen. Oh, guter Spielzug, der Schuss immer wieder zu hoch. Ja, wir stehen gerade nur ein bisschen dumm rum. Und das könnte sich auch gleich rächen. Und zwar nämlich mit dem Gegentor, was jetzt nicht kommt. Glück gehabt. Mainz wird besser. Hartmann. Ja, versucht da den Chipball. Aber kommt er nicht an. Ja, 3:0 zur Halbzeit sah anfangs sehr, sehr leicht aus. Aber Mainz hat sich gefangen. Mainz hat sich gefangen, war jetzt im zweiten Abschnitt dann doch ein bisschen besser in der ersten Hälfte. Mal gucken, wie es in der zweiten ist. Scher. Petri aus der Distanz. Der war aber auch viel zu hoch. Ach ja. Richtig gute Partie heute von ihm. Hatte einige gute Szenen heute und dann war es ja gefährlich. Profana, Guardiol, abgefälscht. Sie stehen jetzt sehr tief. Aber es ist natürlich dann leicht da, die Lücken zu finden. Petri. Ui, das war noch eine gefährliche Situation, wobei die eigentlich gar nicht so gefährlich aussieht. In der Bundesliga für Mainz 05, dann geht es auswärts gegen den SC Freiburg. Luca Netz. Und das ist eine Partie, auf die ich mich ganz besonders.
Es muss immer wieder was kommen. Radmann jetzt. Radmann Schuss. Kipper hat ihn aber mal wieder eine gefährliche Situation. Jetzt sind sie im Ball. Petri. Guter Ball. Auf Scher. Scher. Oh mein Gott, guter Schuss. Aber auch gut geil. Da sind wir hindurch. Ja, gute Schusstechnik. Die Frage, ob wir das zu Null schaffen. Es würde natürlich gut sein, aber so wie ich uns kenne, schaffen wir es nicht zu Null. Doch, Martin van der Voort hält überragend. Petri jetzt. Ja, macht er gut. Gibt sogar nochmal den Konter. Aber den Abpfiff, wir gewinnen souverän mit 3:0, lassen in der ersten Halbzeit unsere Chancen, die wir reinmachen. Und zweite Halbzeit war es dann eher zurückhaltend. 3:0. So, jetzt geht's gegen Fürth. Die sind letzter, spielen also bis jetzt noch keinen guten Saisonstart angelegt. Wir sind Vierter mit diesem Sieg jetzt gerade gegen Mainz. Ja, wollen wir natürlich oben dranbleiben mit einem nächsten Sieg gegen Fürth. Heim sollte das auf jeden Fall in unseren Ansprüchen liegen. Würde ich sagen, gehen wir auch jetzt direkt rein. So. Gegen Fürth geht's jetzt rein. Ein Marder mit einem guten Ball auf Bord. Du machst das jetzt gegen zwei. Nein. Petri. Ah, der ist überragend drauf. Jetzt leider nur Pfosten. Guardiol. Guardiol. Kamavinga stark. Doku. Haben sie das Pass vielleicht von Doku zurückgenommen? Irgendwie habe ich das so das Gefühl. Ich wollte jetzt auch Petri bedienen. Ich den abspielen. Hat mal gut gespielt. Jetzt Petri nur in der Mitte, den muss er machen. Und den macht er auch. Petri trifft schon wieder. Es ist seine Saison bis jetzt. Es ist Petris Saison. Jetzt, wo er mal durchstartet bei uns. 1:0. Aber auch gut durchgegangen da von Luca Metz. Nice. 1:0 ist schon sein fünftes Tor in 5 Partien. Mainz. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Nuno Mendes. Mendes. Ah, gut das gespielt. Doku. Boadu. Ah, gute Stellung später von Mosquera. Super dazwischen hier. Jetzt holen wir trotzdem den Ball. Almada. Nee, Halbzeit. 1:0 Führung durch eine gute Kombination auf dem dicken Flügel gehen wir mit 1:0 in Führung. So, das ist jetzt mal Dokus Part. Aber ich habe das Gefühl, die haben den Pass bei Doku weggenommen oder runtergenommen. Irgendwie habe ich wirklich das Gefühl. Nimmt da Almada mit, der auf Musiala. Nee. Schade. Ah, es ist gerade schwer zu verteidigen, weil wir auch gerade ein bisschen nachlassen, muss man schon ehrlich sagen. Doch eine sehr durchwachsene Leistung gezeigt, wie siehst du das? Na, das ist bislang ziemlich durchschnittlich, was er zeigt, das kennen wir viel besser von uns. Erstmal geklärt. Kamavinga. Das könnte sein. Ach, guter Versuch. Keine echte Gefahr. Guter Versuch da mit. Boah, das wär's natürlich gewesen. Ja, so eine Art Außenriss. Dieser Distanz reingeht. Ein satter Distanzschuss. Außenriss Schlenzer, keine Ahnung, was das für eine Schusstechnik war. Scher. Aber vielleicht jetzt mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Das wäre eigentlich gar nicht so schlimm. Und Vorschlag. Nächster Versuch, jetzt werden wir langsam stärker. Scher. Und jetzt der Zug nach innen. Und Kamavinga! Schade. Schade das Spiel. Ja.
vor sich hin. Jetzt nochmal der lange Ball auf Doku, der ja auch noch nicht seine Form so gefunden hat, wie er letzte Saison war. Da war natürlich der überragende Mann diese Saison ein bisschen verhalten. Nein, kein Foul. Oh mein Gott, das wäre fast ein Elfmeter gewesen. Und der Abschluss. Luka Netz spielt da wirklich mit dem Feuer. Da vorne. Eine Minute gibt's oben drauf. Spielt natürlich auf Ballbesitz. Wie gesagt, dieses 1:0 nehmen wir mit, es war ein reiner Arbeitssieg, keine gute Leistung von uns. Dafür konnte unsere gute Leistung nicht bestrafen. Unsere nicht gute Leistung nicht bestrafen. So, das war's mit dieser Folge. Als nächstes geht's gegen Gent. Da müssen wir punkten in der Champions League, weil sonst wird es wirklich eng. Und ja, Startformation. Alter Schwede, drei rote Karten. Sollen wir noch einmal die Startformation machen. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ich wollte eigentlich sagen, dass wir nur mitspielen. Ja, dass wir Gruppenphase jetzt mal zulegen müssen, dass wir hier gewinnen. Denn sonst kommen wir wirklich in die Bredouille. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Lasst gerne eine Bewertung da, wie gesagt. Und dann drückt die Daumen für das Spiel heute Abend. Ja, und schreibt die Ergebnisse, was ihr denkt, was heute Abend passieren wird. Wolfsburg gegen Mainz. 20:30 Uhr, glaube ich, geht's los. Ist Anstoß. Oder 20 Uhr, weiß ich gerade nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen.